Willkommen zurück bei Medieval 2 Total War, Braut eingeführt für Leonard von Borcastle. Gucken wir ganz kurz mal rein, ob wir das hier sehen. Erstmal so viele Kinder. Bist es du? Ja. 40 beide. Na gut. Nicht so viele Kinder zu erwarten. Trotz der Fähigkeit, Kardinal ist gestorben. Wir bauen genau hier die nächste Flotte auf. Wir haben ein Problem. Gegenüber letzter Runde, letzter Folge, könnt ihr gerne gucken. Okay, Militär, wir sind am Aufbauen. Brügge wird jetzt auch belagert, aber wir haben eigentlich eine sehr starke Garnison. Also kann ich mir nicht vorstellen. Steinmauern auch noch. Keine Sorge. Wir bauen hier eine zweite Armee auf. Bei Rennen bin ich mir echt unsicher, was hier passiert. Erstmal Baubericht. London Marine ist fertig. Super. Das könnten wir holen für nochmal mehr Geld. Aber ich glaube, ich würde die Katapultenmacher holen. Antwerpen, Pflasterstraßen sind fertig. Die Ortswache wäre eine Option. Aber ich glaube, hier gehe ich dann für... Doch, die Ortswache. Ortschaft wächst. Hier! Boah, nice. Ganz im Norden. Super. Können wir da auch bald einen Hafen bauen. Die reichste Seite ist Mailand. Wir gucken mal kurz vom Rundenbericht. Wir haben am Militär gar nicht krass Einbüßen gemacht. Hätte ich mehr gedacht. Finanzen aber schon. Wir machen nicht viel Geld. Armeeunterhalt ist unfassbar teuer. Wir können uns das echt nicht lange leisten. Oh, jetzt ist hier noch eine größere dänische Armee gekommen. Eieiei, okay. Ja! Was machen wir jetzt am besten? Wie lautet euer Befehl? Edler Feind, ihr solltet uns fürchten. Hamburg wird weiter belagert. Eure Befehle? Du gehst rein in Magdeburg. Das ist eigentlich ganz gut verteidigt. Und jetzt... Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Wir haben hier noch eine Armee. Ich würde erstmal versuchen, mit Frankreich ja, Frieden zu schließen. Sich mit eurem Volk abzugeben, ist meist höchst unangenehm. Was? Ihr wollt uns mit diesem. Ja, komm, ganz ehrlich, wir haben Frieden angeboten. Noch einmal. Wer ist mein Ziel? Was soll ich denn machen? Ein Ziel. Ich würde echt mal gern diesen Ketzer ausschalten, aber das kriegt er nicht hin, gell? Ich schwöre, das kriegt er nicht hin. Eingebrockt. Was ein geiler Typ. Ja, Rennen kann sein, dass es verloren ist einfach. Da. Ja, mein König. Eure Befehle? Kann ich nicht mehr viel machen. Es ist eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja, ist schwer. Es ist gerade echt schwer. Also. Es ist eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ich würde sagen, du gehst dorthin. Und wir beenden. Euch zu dienen, Herr. Wir beenden die Belagerung von Brügge. Auf in die Schlacht. Und dann. Eine Runde, wir versuchen, was war das, Hamburg einzunehmen, glaube ich, war das. Magdeburg irgendwie zu halten. Wow. Was ein schönes Gebäude. Sehen wir im Hintergrund die Stadt? Nee, nicht wirklich. Infanterie-wise schwierig. Da kriegen wir ganz viel durch die Stadtgarnison. Ich weiß aber nicht... Wir machen das, also wir spielen das defensiv, deswegen auch finde ich richtig geil, die Befehle hier. Speerträger, Kavallerie, General. Oh. Frankreich kommt hier. Oh, die haben Armbrustschützen. Die haben ja kranke Einheiten. Das ist jetzt echt ein Problem. Das ist nämlich die ganze Infanterie, die wir brauchen, ne? Boah, wir müssen uns echt beeilen, ne? Hauptmann Lurs und Henry der Ehrenhafte. Wir rennen los. Wir haben halt nur eine Infanterieeinheit. Stellt sich vielleicht hier vor. Das sieht ja schon cool aus mit den Pfeilen hier. Mit den Pfählen hier. Wir können mit der Kavallerie versuchen, ein bisschen zu distracten. Ich meine, oh, wir brauchen diese Infanterie. Weil diese Armee, die wir hier stehen haben, die wird verlieren. So, die bilden jetzt diesen Schildtron. Die Zwangssperrträger. Mit sechsfache Geschwindigkeit. Und unsere Bogenschützen eröffnen den Pfeilregen. Wir haben erstmal einen Armbrustschützen-Miliz. Die können wir vielleicht abfangen. Armbrustschützen-Miliz.
Armbrustschützenmiliz. Was kommt hier? Bauern, okay, Stadtmiliz. Gepanzerte Sergeants. Kommt schon. Mit dem Rücken zu uns. Oh, das war gar kein Charge. Die wurden hier komplett abgefangen. Leibwache des Generals. Was macht denn meine Armee hier? Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Okay, wir haben hier ein paar in die Flucht geschlagen. Boah, die Stadtmiliz. Ihr seht die ganzen Pfeile, die im Boden stecken. Also irgendwie sind die gerade ein bisschen verbuggt. Die bewegen sich sehr, sehr langsam nur. Die sind schon erwärmt, okay. Das ist noch relativ in Ordnung. Der Schildtron ist noch hier. Leibwache des Generals wäre halt so gut, ne? Kommen die da durch? Bisschen abgeblockt. Okay, die fliehen aber auch schon. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Ja, geht, ne? Aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. Alle Bogenschützen. Alles auf den General. Der Schildtron. Ihr seht's. Oh, Alter, was eine geile Sache hier. Schildtron hält Stand. Und unsere schon außer Atem. Kommt schon. Den General, den müssen wir doch endlich mal kriegen hier. Ich erinnere uns alle. Na, ihr geht mal ein bisschen weiter weg. Wir müssen nicht unnötig sterben. Aber die schießen hier alle rein. Unsere Kavallerie ist gleich tot. Der Schildtron hält noch. Und wir sind da. Oh, die Verstärkung trifft ein, Junge. Geiler Moment. Die Verstärkung ist da. Okay, das hilft nicht ganz so viel. Schießen auf die Stadtmiliz. Kriegt ihr noch einen Volley? Das sind 17 Mann. Dass der General noch nicht tot ist. Oh ja, jetzt gab es nochmal richtig ins Gesicht. Das ist jetzt ein bisschen ein Problem. Ja, General ist tot. Haben den Schweine uns alle geschenkt. Ihr unterstützt. Die fliehen. Hier gibt es noch ein paar Bauern, die wieder da sind. Wir machen jetzt schnell. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Armbrustschützenmiliz. Spannend. Ach, das ist die KI. Ist hier im Start, oder was? Very interesting. Schlacht beenden. Super, super Schlacht. Also, hat richtig gut geklappt. Die könnten wir auf jeden Fall beenden, die Belagerung. Lösegeld, weil... So, Armee. Vier Mann. Natürlich werden hier alle... So. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Die. Alle weg. Jetzt gucke ich ganz kurz in die Städte rein. 120. Du gehst zurück nach Antwerpen rein. Und du gibst mir. Ja! Eure Befehle! Ja! Eure Befehle! Mein König! Ne, 1, 2, 3. Und du gehst in die Armee rein. Du ziehst gegen den Hauptmann. Mut und Ehre, Soldaten! Wir ziehen in den Krieg! Eure Befehle? Ja! Du kommst ja eigentlich bis hin, ne? Attackieren den Feind, edler Herr! Der Feind liegt besiegt am Boden! Wir waren... Okay. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich. Boah, ist das spannend. Das ist gerade echt spannend. Okay, nächste Runde. Es ist soweit. Die Schlacht von Rennes. Wow, das wäre die erste Stadt, die wir verlieren. Wir kämpfen gegen... Boah, also von dem Kommando hat er nichts. Er macht sich schon die Hosen nass. Wenn ihr habt nur überlegt, ihm Verantwortung zu tragen. Wow. Hauptmann Ambrose, wir sehen, wir haben einige Stadtmilizen. Was bringen die in den Kampf? Berittene Sergeants, gepanzerte Sergeants. Ein Rambock und einmal Leitern aber nur. Das ist nicht viel.
Und viel Stadtmiliz, Sperrmiliz, ein bisschen Panzerritter. Also eigentlich haben die nur eine starke Infanterieeinheit, die gepanzerten Sergeants. Wir gehen rein. Oh, wünsch mir Glück. Können wir Rennes verteidigen? Dann hätten wir beide Belagerungen von Frankreich einfach abgeschmettert. Und könnten mit ein bisschen Glück in der nächsten Runde Dänemark mit Hamburg den finalen Schlag ein. Der Schlacht scheint sich gegen uns zu wenden. Wir hören mal zu. Wir müssen handeln und das Blatt wenden. Ja, wir müssen handeln. Hier oben steht der Hauptmann. In glänzender Rüstung. Da sind die französischen Einheiten. Oh. Hier auch. Aber die französischen Einheiten, die haben keine Belagerungstürme und so. Also, die haben nichts. Die haben hier die Leitern. Und die Kavallerie. Ich könnte natürlich sagen... ich rücke mit denen hier aus. Aber wir warten erstmal. Wir warten erstmal ab. Die Leitern sind ganz gut zu verteidigen eigentlich. Es ist nur eine Stadtmiliz. Wir lassen die auf jeden Fall erstmal ein bisschen kommen. Rennen. Große Stadt, wir sehen die Kirche. Die andere Armee wird nichts tun. Die Armbrustschützen sind halt ein bisschen doof. Die haben halt die berittenen Sergeants und die Kavallerie. Gepanzerte Sergeants, 49 Mann, aber wir haben hier... Wir haben eigentlich schon genug, um die Leitern zu verteidigen. Ich werde rausfallen. Jetzt. Los geht's. Der Feind hat Leitern an den Mauern. Schlagt die Angreifer mit unserem gepanzerte Sergeants. Die sehen aus wie die Söldnerschwerträger. Wahrscheinlich haben die ähnliche Stats. Also kann ich mir wirklich gut vorstellen. So, Stadtmiliz. So, wir gehen rein. Das Gute ist, das ist alles Kavallerie. Das ist alles Kavallerie und wir im Schwerträger. Wo ist der General? Let's go. Kommt schon. Man hört das Gehoppel der Pferde. Oh, die kriegen gerade richtig aufs Maul. Sammeln. Die hier runter. Die brauchen wir nicht hier oben. Die Sergeants sind auf den Mauern. Die beiden Einheiten. Auf geht's. Richtig umzingeln. Die Leibwache des Generals ist weg. Okay. Boah, die kriegen richtig aufs Maul. Scheiße. Das ist nicht gut. Aber die ganze Zeit können die Bogenschützentürme Arbeit erledigen. Wir. Wow, guck mal ganz kurz drauf. 13% der Feinde. Also ich sehe hier nicht mehr viele. Kommt schon. Speerträger kämpfen weiter. Machen das gut. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Die Hälfte? Nee, 14%. 17%. Ausgeschaltet steht da. Wir versuchen hier weiter anzugreifen. Die hier oben brauchen wir halt auch nicht. 26%. 26 Feinde nur noch. Die Sergeants hier oben sind geflohen. Ihr geht jetzt volle Kanne. Unsere Einheit, riesige Einheitenblock. Einfach alle drauf jetzt. Die Panzerritter weg. Und jetzt dürfen wir auch gleich den General haben. Das war halt perfekt, dass sie es aufgeteilt haben. Na komm. Jetzt kamen hier nochmal ein paar gepanzerte Sergeants, aber die werden es auch nicht schaffen. Und der General ist hier drin. Und weg. Wir haben den feindlichen General gefangen. Seht! Wie feige der Feind davonrennt. Zeit, den Angriff voranzutreiben. So. Frage ist... Ja, wir können die... Ja. Wir können die Sachen nicht kaputt machen. Hä? Genau, jetzt habt ihr da runtergelaufen. Was machen die jetzt?
Nee, okay, können sie doch nicht. Okay, wir können jetzt doch keinen Schaden machen. Doch, die machen Schaden. Doch, die machen wirklich Schaden. Sieht ein bisschen verbuggt aus. Aber die hauen hier auch wirklich drauf, auf den Rambock. Lass mir das so laufen. Die andere Seite, die macht hier nicht viel. Also, völlig erschöpft aber. Habe ich hier gerade einen Mann verloren? Komm schon, alle drauf jetzt. Mach diesen Rambock kaputt. Gehen wir mal schnell durch. Dann haben wir es eigentlich auch schon geschafft. Ja, ich mach mal weiter, wenn es hier vorbei ist. So, jetzt ist es endlich soweit. So, jetzt schicke ich euch. Seid schnell wieder Wind. Einmal ganz rüber. Ich habe halt keine Fernkampfeinheiten und alles. Deswegen, ich weiß noch nicht so 100%, was ich tun soll. Bin ich ehrlich. Aber wir lassen uns was einfallen, I guess. Ah ne, es ist hier rechts, ne? Ja. Wir müssen hier rechts rüber. Wir können vielleicht eine Einheit raus locken. Oder wir könnten die zum Angriff locken. Die Einheit kann nicht mal mehr rennen. So. So, jetzt ist halt die Frage, was machen wir, ne? Schöpft, müde, außer Atem. Müde. Ja, läuft noch in Formation und dann mal gucken. Ich habe selber mal diese eine Einheit rausgeschickt. Okay, zurück. Aber vielleicht hätte ich die Einheit rausschicken sollen, die rennen kann. Oh Mann, ist das dumm. Dann schicke ich jetzt mal die hier. Ah, die werden jetzt schon beschossen. Die Stadtmilizen hier. Er ist schon super hier. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, die ist einfach direkt geflohen. Die Einheit. Naja, schade. So, die sind jetzt hier fast tot. Aber ganz ehrlich, das ist so eine riesige Streitkraft. Aber ich habe leider kein Schlachtenzeitlimit, ne? Das nervt mich natürlich schon ein bisschen. Instant geflohen. Ja, also sorry, aber ich kann jetzt nichts anderes machen, wirklich. Deswegen mache ich den hier. Dann ist es halt ein bisschen doof, weil eigentlich habe ich es geschafft, aber... Ach, jetzt, komm schon. Aber wir machen es jetzt einfach so. Die sind schwankend. Auf geht's. Die kämpfen jetzt alle gegeneinander. Vielleicht schaffen wir es ja. Das Ding ist, wir werden ja, die Einheiten, unsere Einheiten werden ja immer wieder zurückkommen. Auch wenn sie jetzt gerade fliehen. Die werden zum Stadtzentrum rennen. Denn die Niederlage scheint fast sicher. Die werden zum Stadtzentrum rennen und dann einfach wiederkommen. Oh Mann, ist das dumm. Das ist so dumm. Und sie können ja nicht durchs Tor. Und lässt seine Truppen zurück. Sie können ja nicht durchs Tor. Habe ich jetzt alle hier? Nee, noch nicht alle. Leidige Gegner. Das ist ja auch nicht mehr.
Ernsthaft, Geschütztürme machen noch gar nichts mehr. Haben die keine Munition mehr? Allen Schande. Er flieht vor der Schlacht, während seine Männer noch kämpfen. Ah, wir müssen die. Okay, warte mal. Schicken wir dich da hoch. Und ja, dich müssen wir hier lassen. Ja, und die schießen jetzt erstmal. Aber was ne. Schau mal, was passiert gerade? Ich habe gerade alle Knöpfe gedrückt. Habe ich das Stadtzentrum verloren? Oder gewinne ich gerade? Gewinne ich gerade oder? Oder verliere ich gerade? Aber wenn ich gerade verliere, dann sollen die mal lieber zurückrennen. Und die gehen hier hin. Ich hätte gesagt, es scheint, das ist alles ein bisschen. I don't know. Und die schießen halt hier jetzt weiter drauf. Ne, ich habe das Town Center schon selber. Also ich dürfte das jetzt nicht verlieren. Das wäre echt ein Scam. Mal gucken, was in ein paar Sekunden passiert, ne? Also ich hoffe, ich habe nicht verloren jetzt. Das wäre echt Trash. Die Zeit der Schlacht ist vorbei. Knapper Sieg, tatsächlich. Doch wir hatten die Oberhand. Wir haben gewonnen. Was eine Schlacht. Also ganz ehrlich, das war wirklich komplett Garbage. Das war wirklich. Oh wow, guck mal. Hinrichten. Wir haben Familienmitglied gefangen genommen. Damit haben wir aber beide Belagerungen verteidigt. Ey, das war. Sorry, aber die Schlacht war ja komplett dämlich. Wirklich komplett dämlich. 9.800, ja, wir kriegen jetzt viel mehr Geld, weil wir auch einiges an Armeeunterhalt uns sparen. Ja gut, Fortbildung, ne, das wird einiges verbrauchen. Rekrutierungsbericht, wir gehen kurz wieder nach London rein. Neues Schiff, neues Glück. Wohin geht es? Ja, mein Herr. So, zack. Sieg, mein Herr. Jetzt wieder gegen die Werft, Baubericht. Dublin haben wir die Kirche. Hier wie das Rathaus. Lagerhaus. Fertig. Sehr geil. Da freue ich mich. Was kriegen wir hier? Hippen-Miliz können wir dann. Okay, das ist natürlich ganz cool. Aber brauchen wir echt jetzt nicht so sehr. Bauen wir die Marineakademie auch in Edinburgh. Frankfurt haben wir die Ratskammer fertig. Da würde ich auf Geld gehen. Ortswache. Nee, holen wir mal. Doch, gehen wir mal. Nee, gehen wir auf die Kirche. Nee, Abtei wäre das. Nee, gar nicht den Minenverbund. Jetzt mehr Geld. Mission erfolgreich. Ich bin nicht im Frieden mit Frankreich. Whatever. Brügge ist gewachsen, sehr geil. 12.000 Einwohner. Brauchen wir aber auch unbedingt mehr Einheiten jetzt, ne? Ja, ja, zumindest mal vorgebildet. Agent entdeckt, Routenbericht. Agent entdeckt, Feind der mir vertrieben. So. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ja. Ihr geht dazu. Nummer 1, Nummer 2. Ah, das werden wir wohl gewinnen. Ehrenhaft entgegen, mein Herr. Also wenn es nicht Glaube ganz klar in unsere Richtung ist, gehe ich jetzt immer. Wir ziehen in den Krieg. Ja. Gehe ich jetzt immer davon aus, dass ich fast verliere. Und spiele dann selber. Zu verstecken bringt keine Ehre. Es ist mir eine ihr müsst hier dazu. Eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Eure Befehle? Wir müssen hier wieder zusammenstecken, die Einheiten. Ja. Ganz weg, ganz weg. Hier ein bisschen Infanterie, das ist ganz gut. Du gehst, wie gesagt, hier hin. Du gehst dazu. Hier kriegen wir neue Leute. Auch wichtig. Magdeburg haben wir gehalten. Und wir können jetzt gegen Hamburg gehen. Siedlung angreifen. Wir zeigen keine Gnade. Bauern und der General. Ja, das spielen wir nicht schnell. Aber das sollten wir easy haben. Keine Gnade. Angriff! Das sollten wir schon easy haben eigentlich. Also was eine komische Folge. Positionierung starten, das sollte wirklich easy sein. Nicht die Langbogenschützen, aber. Wo ist der Rambock? Wo ist der Rambock? Da. Zack, zack, Schlacht starten.
Können die direkt loslegen, reingehen, die Söldner vorschicken, Plague-Modus weg. Wir haben hier die Langbogenschützen. Können wir auch noch ein bisschen näher ranschicken, wenn wir wollen. Wenn wir dürfen. Ich glaube, es liegt aber auch an meiner Maus. Ein bisschen. Oder? Ja, das ist nicht normal. Aber es ist manageable. In der Regel funktioniert es ja auch ganz gut eigentlich. So, dann... jetzt habe ich die nicht abgewählt. Ich brauche eine neue Maus. Das ist ja schrecklich, ey. Holy shit. Ihr seht, aber es funktioniert. Und sechsfache Geschwindigkeit. Wir würden sogar Unterstützung bekommen von dort oben. Ah, der ist sogar hier. Er kann aber gerne hinten bleiben, der Hauptmann. Hier haben wir einmal die Bauern, leichte Infanterie, das ist jetzt kein Ding. Ja komm, einfach, ich lass mal durchlaufen, die Geschwindigkeit. Unsere Belagerungstürme haben die Mauern, unsere Männer haben das Tor mit dem Rambock erreicht. Und das Tor ist weg, zack. Rambock hat seine Arbeit getan. Gut gemacht, Rambock. Zeit für tapfere Herzen und tapfere Taten. So, die schießen schon und eigentlich kann ich die Speerinfanterie einfach losschicken. Leibwache des Generals. Braucht jetzt hier wirklich nicht viel. Heute gezeigt, was sie wert sind. Die Mauern des Feindes. Kavallerie. Hören jetzt uns. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. So, das haben die auch gut gemacht. Zerschmettern wir den Feind. Einmal die Leibwache des Generals. Nochmal. Einfach reinreiten. Gehen wir nach vorne und viel Spaß beim Kämpfen. Weil ich die Kavallerie eigentlich wieder zurückschicken kann. Weil die Speerträger sind einfach zehnmal effektiver. Gegen die, naja, Kavallerie eben. Aufrecht und standhaft bleiben. Ah, der ist nicht der geflohen. Sieg unser. Zack, 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 da kommen die nächsten Einheiten von der Seite. Und der General ist tot. Wir haben den Schweinehund zur Hölle geschickt. Zur Hölle mit dem Schweinehund. Und noch die Bauern, 11 Mann. 4, 2, 1, 0. Und das war's. Easy Schlacht, kein Ding. Damit haben wir Hamburg geobert. Das war nicht so schwierig. Hamburg besetzen. Ist auch eine Burg. Hafen. Das würde ich aber umbauen in eine... Oh. Festung. Abgesessene Feudalritter. Eisentore. Weil 5000 Einwohner oder was? Das kann sein. Aber das ist natürlich schon interessant. Merkmal. Prinz Michael Loyalität. Ah, die ganzen Priester sind hier raus. Ja, du gehst mit hier rein. Dann haben wir Hamburg geobert. Und ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Was ging hier ab, bitte? Ja, unglaublich. Unglaublich, ja, wirklich. Klar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.